Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Partner für Apple-Computersysteme und App-Entwicklung. Ich weiß nicht, wer sonst noch gespielt hat, aber wenn wir Tabellenführer sind, dann ist es natürlich irgendwas, was total unwichtig ist. Wir gewinnen oder wir holen gerade unsere Punkte. Ich muss aufpassen, was ich sage. Die holen wir in schöner Regelmäßigkeit und ja, wir haben im Moment großen Spaß, das muss man sagen, aber bevor das irgendwie von euch in einer Art und Weise geschrieben wird, die ich nicht mag, will ich dazu sagen, dass die Saison noch lang ist, dass wieder schwere Spiele kommen werden, dass wir bestimmt auch mal ein oder zwei oder vielleicht auch drei Spiele verlieren werden. Aber den Moment genießen wir natürlich und so sind 7 Stunden Heimfahrt schon mal besser zu ertragen, wie wenn du nicht gewonnen hättest, das muss ich schon sagen. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme, ins Spiel zu kommen. Wir wussten natürlich, dass Groß Aspas auf jeden Fall direkt in die Zweikämpfe reingehen will. Und wir haben dann zum Glück das 1-0 gemacht, kassieren ein bisschen unglücklich durch so einen Abpraller, das 1-1. Aber wir wussten auch in der Halbzeit, dass wenn wir dann Stiefel weiter runterspielen, dass wir auch irgendwann das 2-1 dann machen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ist schon ein bisschen unheimlich, dass es so gut läuft. Ja, ich freue mich natürlich über meine 2 Tore, die dazu beigetragen haben, wieder einen ganz wichtigen Sieg hier zu holen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Hier in Groß Aspach, es werden noch einige Vereine hier stolpern in der dritten Liga, bin ich mir sicher. Und ja, wir haben die 3 Punkte mitgenommen, wichtig. Und dann heißt es nächste Woche nachlegen. Ja, nein, ich so gesagt, das ist mir vollkommen egal. Ich will jedes Spiel gewinnen und diesen Mann hier. So, nein, ich will jedes Spiel gewinnen, so gesagt. Und ja, ist mir egal. Heute Tor gemacht nach letzten 4 Spiele nicht. Kein Tor gemacht. So, das ist für mich natürlich super. Aber am Ende. Eins aufgelegt? Nochmal? Und auch eins aufgelegt? Ja, 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 stimmt. Ja, gut gesehen. So, ja, das ist natürlich gut. Ich glaube, Auswärtssieg hier sehr gut und ja, super. Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon 7 Stunden hier hingefahren mit dem Bus und die Fans vielleicht sogar fast das Doppelte. Und da will man natürlich alle zeigen und denen was zurückgeben. Und ich glaube, die haben eine angenehme Heimfahrt jetzt. Wahnsinn, einfach Wahnsinn, phänomenal. Ich bin ja auf den Platz gekommen, schon vor Beginn des Spiels, so eine pure Gänsehaut. Ein großes Kompliment an die Zuschauer, die ja wirklich den weiten Weg hierher gefahren sind mit dem Zug in der Nacht und einfach Wahnsinn. Keine Worte eigentlich. Ja, ich muss sagen, ich habe hier letztes Jahr auch mit Tri gespielt und da war eine ganz andere Atmosphäre. Da waren, ich glaube, 700 Leute und heute waren 7000, glaube ich. Ja, natürlich super, dass so viele aus Dresden mitgekommen sind und uns unterstützt haben, aber natürlich macht das Fußball ein bisschen einfacher. Wir haben ein bisschen das Gefühl vor, Heimspiel. So, ja, das war natürlich gut. Ich glaube, wir sind gut angefangen, einen guten Start gemacht und 1-0 gemacht und dann vielleicht ein bisschen zu locker gespielt und darum haben wir Grossesbach zurück in das Spiel kommen lassen und ja, am Ende glaube ich, dass wir das gut bis Ende gebracht haben. So, ja. Ja, ich denke, da kann man nichts weiter hinzuzufügen. Hefe, was ist mit dir los? Es läuft einfach wirklich sehr, sehr gut. Für mich persönlich, ich nutze wirklich die Chancen eiskalt. Und ja, ich genieße es einfach und einfach geil.